Willkommen zu einer neuen Folge am Tisch, diesmal mit Stefan Angern. Herzlichen Dank, dass ich bei dir vorbeikommen durfte. Sehr gern. Freue mich auch. Ich habe deine Karriere als, wie sagt man, junger Bursche verfolgt. Damals Boxer war ich richtig stolz. Wir Schweizer haben einen Boxer, der mit, wie sagt man, an der Weltspitze mitkämpft. Und ja, dann kamen solche Meldungen wie Schulden und alles Mögliche. Und da gab es noch eine Spendenaktion irgendwie. Jedenfalls habe ich gedacht, wie kann das sein als Boxer, wenn man so gut ist, also an der Spitze ist, da verdient man doch Kohle, da ist doch immer so dabei. Und dann habe ich bei Daniel Stricker da ein Interview gesehen und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wie du dich rausgekämpft hast. Kannst du mal deinen Lebenslauf oder deine Laufbahn kurz zusammenfassen? Kurzfassung. Ja, so. Also, wie es dir geht. Also. Was meine größte Herausforderung hier war, ist, dass es in der Schweiz kein Fernsehen gibt für Boxen. Wenn die TV-Sender kein Geld investieren, dann gibt es keine Manager, keine Sponsoren, das Rad läuft nicht. Und für eine Karriere im Ausland, in Deutschland, in Österreich, war ich damals schon viel zu alt, weil alles bei mir halt sehr spät angefangen hat. Ich habe zum ersten Mal geboxt mit 17, bin ich ins Training, meinen ersten Amateurkampf, da war ich 20 und als Profi angefangen, da war ich schon fast 25. Und als ich dann an der Weltspitze ankam, da war ich ungefähr zwischen 30 und 32, so in der Zeit. Und alles, was man hier machen konnte, musstest du einfach selber machen. Und die haben einfach gesagt, entweder machst du selber oder das findet nicht statt. Und wenn du selber so etwas Großes aufziehst, musst du halt auch damit rechnen. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Und bei den richtig großen Kämpfen nachher, bei der zweiten Weltmeisterschaft in Zürich zum Beispiel, da hat Rocky Chani 1,7 Millionen bekommen und mir haben sie gesagt, wir geben dir 500.000. Das fand ich natürlich toll. Und dann habe ich gesagt, okay, na, ja, so, Handschlag, oder? Ja. Und dann habe ich, ja, aber vielleicht wenigstens 200.000 schriftlich, oder? Nix, entweder Handschlag oder findet nicht statt. Und da habe ich das ist dann auch gerade das, was ich immer zu den Leuten, was hättest du gemacht? Lieber dich, entweder findet nicht statt, findet nicht statt, ist gar nichts und vielleicht klappt es ja. Und ich habe dann am Ende, glaube ich, 87.000 bekommen. Einfach gerade so. Anstelle der 500. Anstelle, ja. Das war halt dann einfach so, weil die haben viele Fehler gemacht und am Schluss war nicht der riesige Gewinn da, den sie wollten. Wenn Deutschland in der Schweiz was macht, die kennen die Schweizer Sitten nicht, die haben sich nicht wirklich gut verhalten, dann kennst du den Schweizer, der macht dann gleich so, oder? Ja. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann waren nachher weitere Kämpfe. Ich habe dann das einzige Mal, wo ich keine Schulden hatte, weil ich bin ja schon mit Schulden in die Karriere gestartet, das einzige Mal, wo ich keine hatte, war nach dem Kampf gegen Thorsten May. Da habe ich 360.000 Euro erhalten, da war der Euro noch 1,85 oder so. Das war noch damals Geld. Da war ich, glaube ich, 15.000 oder 20.000 im Plus, hatte mich aber verletzt hier und musste nachher drei Kämpfe nacheinander in der letzten zwei Wochen absagen, weil beim Sparring, du machst immer erst am Schluss Sparring, die gleiche Wunde wieder aufgeplatzt ist. Und so eine Vorbereitung kostet immer so 35.000 rum und dann hast du auch kein Einkommen natürlich, weil es ging dann alles über ein Jahr. Da war ich schon wieder bei 150 Miese. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen Kampf machen konnte hier in Kloten um einen Interkontinentaltitel. Da hat dann der TV-Sender von Roger Schawinski übertragen, hier eine Premiere, erste Sendung. Ja. Mehr wie eine Million Zuschauer. Der hat aber gesagt, ich zahle nichts, ich biete dir einfach die Medien, damit du Sponsoren haben kannst. Und was wir nicht wussten, am gleichen Tag, du planst da sowas Monate voraus, ja. Am gleichen Tag war das zweitletzte Formel-1-Rennen, kurz vor meinem Kampf, alle zu Hause Formel-1 geguckt, haben dann sich ein Plätzchen gemacht zu Hause, was Kleines gegessen und dann den Boxkampf geguckt. Das war ein riesiger Erfolg, aber einfach keine Leute in der Halle, da hatten wir dann 150 an einem Abend minus und einfach sind dann so viele Dinge, die halt einfach passieren. Hättest du es nicht riskiert, wäre es nicht passiert. Und im Nachhinein bin ich sehr stolz, dass ich alles probiert habe, was möglich ist, weil meine Karriere war ja ein großer Erfolg, abgesehen vom Finanziellen. Aber was ich jetzt fragen möchte, ist, was
wenn du sagst, so eine Vorbereitung auf den Kampf kostet so 35.000, mhm, was ist da eingeschlossen? Wie stelle ich mir das vor? Also keine Ahnung vom Boxen vor, ich schaue einen Kampf, aber was ist da alles? Also ich hab einen Trainer gehabt, der hat 10.000 gekostet für die 12 Wochen. Dann musst du reisen nach New York, nach Rotterdam, nach London, wo immer die Trainingscamps waren, war auch mehrfach in New York. Und du zahlst alles für das ganze Staff, auch nachher, die fliegen dann an Ort, wo das Boxen stattfindet. Und es ist einfach eine große Rundrechnung, ist immer so zwischen 30.000 und 35.000, kostet einfach eine Vorbereitung für einen guten Kampf. Gibt es die Möglichkeiten hier in der Schweiz nicht, sich so vorzubereiten? Ich frage nur, muss man da nach New York gehen? So, ich weiß es nicht. Also, ja, es ist einfach so, wenn du immer der Beste bist, lernst du nichts. Profitieren alle anderen, aber du wirst immer schlechter, weil du nie gefördert bist. Dann ist der Sinn dahinter, du gehst nach New York, okay, um von den Besseren zu lernen. Ja, oder nach Hamburg oder egal wo, einfach wo es Leute hat, die besser sind wie du, oder mindestens gleichwertig. Und da waren natürlich alle besser wie ich. Ich habe da wirklich sehr profitiert, weil wenn du aus der Schweiz rauskommst, bei uns gibt es wirklich bescheiden wenig an Möglichkeiten. Okay. Wie hast du während der Schuldenzeit den Humor und die Zuversicht behalten? Ach, ich glaube, das ist bei mir, ja, ich weiß nicht, wenn ich zurückdenke, war ich, glaube ich, damals auch oftmals ungehalten und nicht so wie heute. Ich habe viele Interviews von mir gesehen, die ich nie mehr so machen würde, da ich war einfach immer der dann alle anderen sind schuld und ich sicher nicht und da hier schlecht und da schlecht. Aber generell, grundsätzlich bin ich ein sehr positiver Mensch, der immer gleich wieder das Licht am Ende des Tunnels sieht, das war ich schon immer so. Bei mir hat es so ein-, zweimal im Jahr einen Tag gegeben, wo ich wirklich traurig dann war, wo du, wie gesagt, hab das dann Vogelstrauß-Tag genannt, da bleibst einen Tag im Bett und kannst auch mal heulen, ist wirklich wurscht, oder? Ist ja auch normal. Aber am nächsten Tag muss irgendwo ein Licht herkommen, wo du wieder Motivation hast, deswegen mache ich das, oder? Weil es soll ja alles einen Sinn haben, was du machst. Und du brauchst ja Motivation dafür. Stell dir vor, ich würde irgendwo arbeiten und mir stinkt das. Und ich müsste da jeden Tag jahrelang hingehen, da wäre ich der Falsche dafür. Ich habe immer Dinge gemacht, die mich gereizt haben, wo ich dran geglaubt habe. So 0815 Job von dann bis dann und immer dasselbe und so. Das wäre für mich absolut gar nichts. Und man weiß ja von Umfragen in der Schweiz, dass 7 von 10 ihren Job nicht wirklich gerne machen. Und ich verstehe das gar nicht, wie man dann weiter da beschäftigt bleiben kann, nur aus Existenzangst oder um zu überleben oder aus Sicherheitsgedanken. Du bist irgendwann alt und tot und das war dein tolles Leben, hast du gehabt. Ne? Wenn man jemand gesagt, es gibt Leute, die arbeiten, um zu leben, und es gibt Leute, die leben, um zu arbeiten. Ja, oder vielleicht es gibt Leute, die leben, die arbeiten, damit jemand anderen ein gutes Leben hat. Das ist das, was die meisten machen, oder? Ja. Irgendwer verdient schon Geld. Hat dich in dieser Zeit dein Umfeld gut unterstützt, als es dann mal die Tiefs kamen? Ja, also die echte Freunde hast du ja sowieso nicht so viele und das war bei mir aber immer gut. Ich hatte immer Leute, die da waren, ich hatte immer Rat und Tat und mir wollten sehr viele Leute helfen. Ich war damals nicht unbedingt beratungsoffen oft. Ich hätte vielleicht vieles besser machen können, wenn ich auf Profis gehört hätte, die wirklich schon da sind, wo ich eigentlich immer hin wollte. Ich war damals auch noch stur und wusste alles besser. Ich kenne das, wenn man jung ist, hat man, ich weiß. Naja, du kannst ja keine Ahnung, das ist alles neu. Ja, und eigentlich hätte ich wahrscheinlich einiges einfacher haben können, wenn ich ab und zu auf andere gehört hätte. Ja. Sind deine Freunde von damals noch dieselben oder hat sich das geändert? Oder sagen wir mal so, gab es oberflächliche Freundschaften, wo du vielleicht reingefallen bist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Es gab Freundschaften, die gar keine waren, aber das ist ja immer so. Leute, die nur in deinem Umfeld sind, weil sie sich irgendwas versprechen von deiner Bekanntheit, von dem, was draus werden kann, was sie sich für sie als Profit werden kann. Aber mehrheitlich, die Freunde, die gibt es immer noch. Bei mir ist halt einfach Freundschaft eine Sache, die auf Zeit besteht. Es ist mir wurscht, jemanden nur einmal im Jahr zu sehen oder zu hören. Freundschaft ist Freundschaft. Da muss ich nicht dich jede Woche treffen oder jeden Monat. Ich habe andere Freunde hier im Umfeld, wo ich halt lebe. Aber mein letztes Leben war halt irgendwo eine Stunde weg von hier. Und dann trifft man sich halt nicht so oft. Aber ja, natürlich, die meisten von denen. Die Kerngruppe ist noch da. Ja, ja, natürlich. Das sind alles tolle Leute. Ja, super.
Als der Erfolg weniger wurde, hat sich da der Freundeskreis auch gelichtet. So. Also in dem Moment, wo da die ganze Schuldengeschichte auf einmal war, das hat ja keiner erwartet, wie die Menschen auf sowas reagieren, da waren ja die Medien, sind selber erschrocken. Da haben sich schon sehr viele dann auch so ein bisschen fremdgeschämt oder zurückgehalten, oder da hast du dann schon gemerkt, wer die Freunde sind, die dich sofort anrufen und sagen, hey, was kann ich was tun für dich, kann ich dir helfen, irgendwie, da hast du natürlich dann nicht mehr so viele. Wir haben abgemacht, wir reden nicht über Corona, aber in dem Zusammenhang habe ich eine Frage. In der Zeit, wo jetzt Corona lief, hat sich da dein Freundschaftsumfeld noch mal ein bisschen gelichtet oder geändert? Oder nee, ich glaube sogar, das ist durchaus sehr viel besser geworden, weil man endlich Zeit hatte. Ich sage seit 20 Jahren oder 30 Jahren, dass der Wahnsinn so nicht sein kann, wie das Leben immer gelaufen ist. Alle sind nur am Rennen, alle sind hintendrein, alle sind hektisch. Und dann ist wieder Weihnacht, dann ist wieder schon wieder ein Jahr rum und keiner hat es irgendwie gemerkt. Und es wird alles immer billiger, geiler, schneller, toller und Party, und die Jungen saufen sich nur nach K.O. Und von dem her bin ich eigentlich froh, dass, ich habe immer gesagt, irgendwas wird passieren. Ich habe gedacht, dass vielleicht ein Krieg oder irgendwas irgendwo das alles stoppen könnte. Und so gesehen haben wir eigentlich noch Glück, dass das nur so, das ist nichts Schlimmes in dem Sinn wirklich passiert, oder? Ja. Und die Leute sind aber alle jetzt mal, bleib mal mal eine Woche zu Hause. Entschleunigt worden. Ja, natürlich. Und das ist doch total cool. Ich finde das total super. Das Beste, was überhaupt passieren konnte für viele, viele, viele Menschen. Zumindest für die, bei denen es zu Hause stimmt. Ja, bei denen es zu Hause nicht stimmt, das hat sich dann vielleicht auch erledigt. Ich musste immer wieder denken, dann arbeiten beide, die Kinder sind in der Schule und dann bist du plötzlich zu Hause mit deinem Mann, 24 Stunden, Kind noch da, musst Homeoffice machen, Schooling und so. Das ist dann Horror. Und das ist dann eine Belastungsprobe für jede Beziehung. Ja, so, das ist dann wieder nochmal eine andere Geschichte, oder wenn du dann das alles auch noch reinbringst, das ist. Aber die Frage ist ja auch, war es denn gesund, dass beide, oder wie soll ich sagen, wenn beide arbeiten wollen, aus Lust, weil sie einfach möchten und es stimmt alles zu Hause, aber wenn es dann nur ums Überleben geht, weil man arbeiten muss, weil man hohe Kosten hat, weil man eine tolle Wohnung, ein tolles Auto, schöne Ferien, dann stimmt es ja wieder nicht. Und darum ist vielleicht bei vielen jetzt einiges klar geworden in diesem Jahr, in diesem guten oder mehr wie ein Jahr schon, wo sich einige Dinge halt einfach klären müssen dann. Und entweder geht es weiter, wird besser, oder vielleicht ist ja eh besser, wenn es nicht stimmt, eigene Wege zu gehen. Ja. Ich habe es persönlich so erlebt, da gibt es, ich sage mal, Verwandte, Bekannte, Freunde oder so, die distanzieren sich von mir. Dafür habe ich andere Menschen kennengelernt, wo ein wahnsinnig, es ist, es ist vertrauter, es ist nicht so oberflächlich. Wenn ich jetzt jemanden frage, wie geht es dir? Der sagt ehrlich, was ist das? Wie geht es dir? Gut. Naja. Und Tag erledigt. Das war so. Es ist nicht so oberflächliche Freundschaften, die sich entwickelt haben. Sie haben mehr Substanz, habe ich das Gefühl, was sich in dem Jahr entwickelt hat. Und die man nicht mehr sieht oder keinen Kontakt mehr wollen oder so, das sind die waren vorher, ich sag mal, eher oberflächlich. So habe ich es jetzt empfunden in dem Jahr. Es ist ganz schwer zu sagen, weil Urteilen über andere ist sowieso immer sehr schwierig. Weißt du, früher war ich der gesagt hat, ach Idiot oder irgendwas. Aber wenn du nicht in dem seinen Schuhen gehst und dem sein Leben im Rucksack dabei hast, dann ist es sehr schwer, was zu sagen. Und ich finde es im Moment auch gerade sehr gefährlich, wie das hier zwei Klassengesellschaften gibt. Und beide haben ja ihrer Meinung nach recht. Und man sollte sie auch recht haben lassen, weil ich sage, wenn du das so machst, ich mach so, ist alles gut, aber Leben und Leben lassen. Ja, natürlich, aber das können viele gar nicht. Im Moment hat es einfach so viele, die anderen belehren wollen, dass sie so machen müssen, wie sie es für richtig halten, und das ist gefährlich, das finde ich gar nicht gut. Auf deine Frage zurück, aber natürlich die Freundschaften, die sind viel intensiver geworden, weil man viel mehr Zeit hatte, sich zu treffen, miteinander Dinge zu machen, die man nie hätte tun können. Ich habe einen Freund, der wohnt gleich ein Haus neben mir, der ist jeden Tag mehr wie 2 Stunden mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Jetzt denk mal nach. 5 mal 2 Stunden sind 10 Stunden, in der Woche sitzt er im Bus.
also 40 Stunden im Monat Bus fahren. Und das ist einfach, wenn sowas dann mal wegfällt, du merkst das ja gar nicht, weil es einfach dazugehört. Part of the game, hat einen guten Lohn, tollen Job. Und wenn das mal nicht mehr ist, das Leben ist auf einmal schön. Du hast plötzlich mehr Zeit für Sachen, die du noch nicht weißt, die du tun möchtest oder könntest. Genau, ja, weil du endlich Zeit hast. Zeit ist doch das Magischste auf der Welt. Das ist der Grund, weshalb ich Network Marketing meine Arbeit ist, weil ich erarbeite mir ja Zeit. Das Resultat meiner Arbeit, wenn ich mich echt anstrenge, was Gutes aufbaue, ist, dass ich sehr viel freie Zeit habe. Und das hat die normale Industrie ja nicht. Das ist einfach so wie das Hamsterrad. Das ganz genau. Ja. Und da sind, weißt du, da ist ja keiner freiwillig drin, sondern so sind wir erzogen worden. Du musst eine gute Lehre machen, musst eine gute Ausbildung haben, dann bekommst du einen tollen Job und dann hast du ein schönes Leben. Ich frage mich einfach, ob das der Sinn des Lebens sein kann, 45 Jahre lang irgendwo dich abzustrampeln, damit ein anderer ein richtig tolles Leben hat. Ja. Ja, das ist ja Fakt. Ich habe eine Freundin, die ist Kellnerin, dann war da der Lockdown, Shutdown einfach geschlossen und in der Zeit hat sie in der Restaurantanlage die ganzen Gartenarbeiten gemacht. Okay. Und dann hat sie gemerkt, wow, das macht richtig Spaß und so. Und eigentlich ist, sag mal so, sagt sie, meine Berufung wäre, sowas zu machen. Aber sie ist nicht Gärtnerin und somit bekommst du keinen Job. Aber als Kellnerin hast du ein Papier in der Hand dabei. Hat die das, der Chef hat gesagt, es ist besser gemacht, als wenn irgend so ein Garten, wie sagt man, eine Gartenfirma kommt und da das macht. Da würde ich jetzt, wenn ich sie wäre, würde ich das einfach weitermachen. Dann, ich habe keine Dings, ich habe keine Ausweise, keine Diplome, aber ich zeige dir mal, wie ein Garten aussehen kann. Das spricht sich ja schnell rum, weil das Wichtigste ist ja, dass du empfohlen wirst von Leuten. Und wenn du jeden fragst, dann kannst du mich ein paar Leuten empfehlen, dann hat die von heute an einen neuen Job. Ja. Meine Service ist eine schöne Arbeit, aber halt einfach nichts, was du am Ende siehst. Ja. Ich war 7 Jahre lang Gipser. Bei meinem Vater, der hat ein Gipsergeschäft, da habe ich am besten verdient, konnte arbeiten oder boxen gehen, wenn es nicht passt, hat keiner reklamiert. Und da, wenn du so eine Weißputzdecke machst auf Stelzen, weißt du, das war so richtig so harte, wilde Zeit, dann siehst du das, sagst, wow, ist das schön, das habe ich gemacht. Und wenn du da nur mit Geld, wenn du nur Geld erwirtschaftest, das ist einfach schon cool wegen Lohn, aber es ist nichts, was du siehst. Am Abend sieht es, nach der Reinigung sieht das Restaurant aus wie letzten Abend. Du, ja, genau. Da bleibt und das übrig, ist ja. wie täglich grüßt das Murmeltier, oder? Wobei, es gibt halt auch die Menschen, die sagen, mir gefällt das, die Gäste zu bedienen. Dann kriegst du natürlich auch einen guten Service. Nee, das hast du mich falsch verstanden. Das ist wenn jemand das leidenschaftlich gut macht, ist das, glaube ich, einer der schönsten Berufe, die es gibt. Meine Partnerin Bettina, die hat ein Hotel, besser kann man es gar nicht machen. Weißt, das ist, diese Menschen blühen dann auf. Aber das ist ja genau das, worum es geht. Dann spürt man wenn die das, was du machst, und das, den Erfolg dich glücklich macht und du wirklich nichts anderes machen möchtest, dann machst du genau das Richtige. Apropos aufgestellt und positiv. Du bist ein sehr positiver Mensch. Wie gehst du mit Menschen um, die dich runterziehen, aussortieren? Ja, wie? Ich sag halt, wir haben mal sowas angefangen bei uns, weil wir machen ja im Network Marketing sehr viel Persönlichkeitsschulung mit unseren Leuten. Und wir haben dann mal gesagt, sag doch einfach jedes Mal, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Was hast du mir denn Positives zu erzählen? Also wenn jemand negativ sagt, dann sagst du, für solche Diskussionen bin ich der Falsche. Erzähl mir mal, was heute besonders gut war. Weil dann helfe ich nämlich auch der Person, die meisten merken das ja gar nicht. Mhm. Wir wachsen so auf in der Schule schon, hast gesehen, hast gehört weiß ich. Und wenn du groß bist, oft bleibt das noch so, gell? Und die meinen es ja nicht mal böse. Aber wenn du sie umprogrammieren kannst, entweder werden sie dann darüber nachdenken oder sie werden dich irgendwann konfrontieren oder sie verschwinden aus deinem Umfeld freiwillig, weil die Energie nicht mehr stimmt. Und das mit der Energie stimmen, ziehst du dann dafür wieder die Menschen an, die Energie natürlich stimmt. Also das ist ein fließender Prozess. Ich bin schon so weit, dass ich den Leuten sage, in der Regel ist die Chance groß, dass du das bekommst, was du erwartest, dass du bekommst. Weißt du, wenn die Leute sagen, ja,
Ja, ich weiß nicht. Warum? Erwarte doch einfach, dass es gut kommt, so wie du es gern haben möchtest. Weil dann öffnest du doch die Chance, dass es dann auch gut wird, viel mehr, wie wenn du selber zweifelst. Ja. Ich habe nie einen Boxkampf verloren, außer ich wusste, dass irgendwie nicht gestimmt hat alles. Und dann zweifelst du und dann kannst du verlieren. So habe ich sonst nie verloren. Wenn du dir deiner Sache sicher bist, dann braucht es schon sehr viel, das, was schief geht. Ist das ein Visualisieren oder wie stelle ich mir das vor? Also im Boxen natürlich auf jeden Fall. Da hast du alles, du träumst sogar, wie du es machen wirst. Und du stellst dich ja auf 12 Wochen lang auf jemanden ein, auf den Gegner. Und der eine ist größer, der andere kleiner und du musst jedes Mal anders machen. Mit der Zeit träumst du von diesen Kämpfen. Und wenn du im Traum gewinnst, dann kannst du davon ausgehen, dass alles stimmt. Wenn du dich immer wieder zweifeln siehst, dann schläfst du schlecht. Und es ist schon alles, hat sehr viel mit Visualisieren zu tun. Ist ja in jedem Sport so. Rennfahrer, Skifahrer, Tennis. Ja. Das hat alles mit mentaler Arbeit zu tun. Ich glaube, wir sind hier sowas von viel mehr fähig, als wir selber wissen. Und wir lernen das nirgends. Ja, ist eine positive Einstellung, hilft schon wahnsinnig, anstatt immer nur deprimiert sein. Das müsste eigentlich jeder schon merken, der hier zuschaut. Also, es macht sehr viel aus. Darf ich dich kritisieren, live in der Sendung? Klar. Wir haben zum Beispiel einen Wortschatz übernommen hier, über den wir gar nicht nachdenken. Du sagst immer wahnsinnig, meinst das aber gut, aber wenn das Unterbewusstsein wahnsinnig hört, ist das eigentlich ein Wort, wo man sagen würde, möchte nicht wahnsinnig werden. Ja. Wir haben ganz viele solche Sachen, wo wir in der Sprache uns selber erschießen und das gar nicht merken dabei. Das ist eine hohe Kunst, an deiner Sprache zu arbeiten. Ich bin da schon so lange dran und falle auch immer mal wieder rein, aber es wird besser und besser und besser, und je besser deine Sprache, desto besser deine Gedanken. Und wobei natürlich, es fängt ja bei den Gedanken an. Du sprichst so viel mal mit dir selber und das wiederum ist dann deine Sprache und das ist das Resultat. Ja. Und wahnsinnig gut ist eigentlich gut gemeint, oder? Ist sehr gut. Aber wahnsinnig gut ist eigentlich Wahnsinn, das Unterbewusstsein weiß, was Wahnsinn heißt, und das ist kein gutes Wort. Oder? Da gibt es auch die Möglichkeit, dass, wenn man etwas verneint, dass das nicht verarbeitet. Das Nein, nee, das Wort versteht das Nein nicht. Ich möchte nicht krank werden. So. Das einzige Wort, was bleibt, ist krank. Ja. Und krank, oder? Weil wenn du sagst, ich bleibe gesund, ich bin mir sicher, dass ich gesund bin, ich bleibe gesund. Ja, natürlich, dann ist das eine andere Energie, die du für dich selber ausstrahlst. Und das bleibt, und mit dem ich möchte nicht krank werden. Das nicht ist gar nicht vorhanden im Unterbewusstsein. Der hört nur, dass die Worte, die für ihn oder sie wichtig sind. Und das sind so, das wäre schön, wenn man solche Dinge lernen könnte, in der Schule schon. Apropos krank, nur noch eine Frage. Inwiefern hat diese Covid-Geschichte dein Leben verändert? Merkst du etwas für dich jetzt selber, abgesehen ob was ist, oder bist du... Also wir hatten einfach, für uns war das ganz schlecht, weil wir veranstalten Events mit Menschen. So gesehen gehöre ich zur Eventbranche, wenn man so will, oder? Mit Kursen, mit Weiterbildungen, und das hat uns schon sehr wehgetan. Wir hätten am 4. April letzten Jahres ein Event gehabt mit 500 Leuten hier in der Nähe, und das sind für uns immer so Tagesevents, wo groß was wächst, wo Wachstum ist, wo neue Leute dazukommen, wo Produkte verkauft werden. Wir verkaufen ja Naturprodukte, und dass wir das wirklich so lange nicht mehr tun konnten, das ist schon schlecht, oder? Fürs Geschäft schlecht. Wir haben aber natürlich ein riesiges Bestandesgeschäft, weil die Produkte so gut sind und die Leute können die auch online bestellen. Ich habe einfach sehr viel mehr Paketversand von hier jede Woche gemacht, und es ist alles gut. Könnte mich nicht beklagen, aber in dem Sinn hat es uns sehr getroffen, weil man sich einfach nicht mehr sehen kann. Wir sind die, die uns gerne umarmen und gerne Menschen sehen. Und das Persönliche fehlt. Ja, natürlich. Ja. Es ist zwar, wir haben sofort umgestellt auf ein TV-Studio hier, mit einem Greenscreen dahinter. Übrigens, dieses Bild, was ihr hier seht, ist eigentlich nur eine grüne Wand. Ja, genau. Aber es ist cool gemacht. Wir haben hier drei Kameras, eine Menge Licht, und es ist sehr professionell, dass wir in die ganze Welt raus übertragen können. Wir haben schnell reagiert, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Wenn ich jetzt mit dir hier rede, das ist zwar schön, aber wenn wir uns noch die Hand geben könnten am Schluss oder irgendwas, dann wäre das ganz andere Energie. Ja, das ist klar. Ist verständlich.
Du sagst wegen deinen Produkten, ich bin da schon die ganze Zeit am Trinken. Was ist das eigentlich? Das, was du jetzt gerade trinkst hier, ist Unimate, das ist Mate-Tee aus Argentinien. Nur eine Frage, bei Daniel Stricker hast du gesagt, du hast da Produkt genommen und dann musstest du mal ordentlich, wie geht das, aufs Klo oder du musst, wurdest durchgeputzt. Muss ich dann auch auf dem Nachhause? Nee, das ist was ganz anderes. Harmlos. Das, was du hier trinkst, ist Mental Power, für das du fokussiert einen klaren Kopf hast. Also Unimate macht aus Tradition schon mal, ist es, stillt es den Hunger und macht glücklich. Also etwas, was die Menschen heute sehr gut brauchen könnten, wenn ich was trinken kann, was mich glücklich macht, was aber keine Droge ist, sondern sehr gesund. Ja. Der Mate-Tee hat das so schon an sich. Und unser Produkthersteller, unsere Partnerfirma Unicity, die haben von zwei Schweizern ein Patent gekauft, was diesen Mate-Tee mal 375 potenzieren kann in der Leistung im Stoffwechsel im Gehirn, in den Synapsen. Also du bist voll parat, du hast das Gefühl, wie wenn alle Schubladen, wo die Gedanken drin abgelegt sind, offen sind und du musst überhaupt nicht suchen, was war das, sondern ist alles immer da. Du greifst gerade zu. Du bist sowas von ready. Ich nehme das jetzt seit 2 Jahren. Und jetzt auf Juni bekommen wir zum ersten Mal eins, das richtig lecker zum Trinken ist, das, was du hier hast. Das schmeckt gut. Ja, das ist das Neue. Ah ja? Das Alte hat die Wirkung auch, aber Mate ist normal bitter. Und sie haben immer lange daran entwickelt, das jetzt endlich trinkfähig zu machen und das schmeckt wie Eistee. Und das wird sich sehr gut durchsetzen, weil es ist ein Managerprodukt, es ist ein Sportprodukt, ich will die Hausfrau nicht degradieren, auch die Frau zu Hause würde das sofort. Du arbeitest ganz anders, wenn du... Vielleicht hat das auch mit meiner Positivität zu tun, das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Also, das ist eigentlich, sagen wir mal, Red Bull auf gesund. Ganz genau, absolut gut formuliert. Also, für alle Jungen, die da zuschauen, ja, man kann es auch gesund haben. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen gesund, dass man den Konsum mal überdenkt. Vielleicht haben viele das in dem Jahr jetzt auch gemacht, weil du, wenn du nicht gut kochen kannst, ich habe das Glück, meine Frau ist Koch, die kocht göttlich. Ich habe immer gegessen wie im Restaurant. Aber die meisten können das nicht, weil sie es nie gelernt haben oder weil sie es nicht wollen. Oder dann bestellst du mal eine Pizza, dann bestellst mal was beim Chinesen oder einen Döner vielleicht noch und den Rest kochst du irgendwas zusammen. Und viele haben jetzt wirklich sehr viel zugenommen in dem Jahr. Und ich glaube schon, dass das Bewusstsein da auch im Moment größer ist wie je. Wir haben hier so viel Nachfrage, weil die Medien endlich, oder danke, dass sie endlich den Leuten sagen, dass Gesundheit wichtig ist, dass ein Immunsystem wichtig ist, dass der Körper, dass du nur einen hast. Und meine Frage, wo hast du das in den Medien gesehen, dass die Gesundheit wichtig ist? Sogar im Blick. So? Ja, natürlich. Dann habe ich das verpasst. Nee, oft. Ich höre immer nur... Sie haben oft geschrieben, was man für das Immunsystem jetzt schauen soll und muss und auch verschiedene Tipps und Sachen. Doch, natürlich. Doch. Und ja, und das hatten wir noch nie. Ja. Weil früher hieß das immer, braucht den Mist alles gar nicht. Für uns ist das eine starke Zeit jetzt, weil wir den Menschen ja auch wirklich helfen. Ich verkaufe nicht nur was, sondern diese Produkte, die wir hier haben. Ich würde jetzt mal behaupten, Unicity International ist der Benchmark der Naturprodukte, seit es die Firma gibt. Ja. Und wir mit swissshape.ch, wir haben einfach Systematiken entwickelt, die funktionieren. Die funktionieren immer, ausschließlich Erfolg. Und das ist eine so schöne Geschichte, deshalb arbeite ich auch so gerne. Wir arbeiten viel, wir arbeiten hart. Ich hab's wie früher. Work hard, play hard. Mir gefällt das, weißt du. Ich lasse dann aber auch die Sau raus am Wochenende, wenn ich Lust habe. Wir können genauso gut Party machen wie arbeiten. Dann hat man dafür, priorisieren mal, das Arbeiten, wenn die Arbeit da ist, Vollgas und dann haben wir wieder Zeit für das. Unser System hat nichts damit zu tun mit Birkenstock und Verzichten und auch keine Diät, sondern es ist wirklich ein Lifestyle, wo du alles geben kannst und auch gut essen, gut trinken, aber nicht nur und nicht dumm, sondern du hast ein Bewusstsein für was du machst mit der Zeit. Ich bin natürlich auch auf die Seite gegangen, während dem Interview, ich habe das erfahren von einigen, die gingen gleich, ich blende das mal schnell ein, das ist swissshape.ch. Ja. Stimmt das? Ja, genau. Richtig danke. Geschrieben, danke. Ja, da bin ich auch raufgegangen, habe das so durchgeschaut. Da gibt es so, wie sagt man, Pakete, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist so für dies, für jenes, erzähl mal über die Produkte, wie funktionieren die, was bewirken die, wie lange muss man die nehmen, was... Also ich habe eigentlich damals, als ich das kennengelernt habe, da gab es nur ein Produkt.
mit dem hatte ich so eine Sensationserfahrung. Und ich habe jahrelang alles, ich habe ein Produkt gesucht, ich habe eine Firma gesucht, mit der ich arbeiten kann. Ich habe alles probiert, was es gibt, glaube ich. Und das war das erste Produkt, wo ich wow sagen konnte, wo ich so begeistert war, weil mein Körper was getan hat. Ich habe im ersten Monat so viel mehr Energie bekommen. Ich habe irgendwie 5 Kilo abgenommen um den Bauch. Und ich bin ja nicht dick, aber da genau da, wo es nicht sein sollte, wo du es dann doch immer noch hast, hinten am Rücken oder so. Meine Muskeln sind gewachsen. Ich wusste, das ist was. Und dann hieß es nachher, das Produkt ist zu gesund, das dürfen Sie in der Schweiz nicht verkaufen. Zu gesund? Zu gesund, ja. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sowas gibt. Da bin ich dann wieder blauäugig und naiv, aber ist ja nicht meine Branche. Aber mal nur eine Frage, zu gesund ist das nicht, also sag mal, Nebenwirkungen oder irgendwas, einfach nur zu gesund? Ja, ist eine Vorschrift vom Bundesamt für Gesundheit. Das ist zu gesund, da hat zu viele Vitamine drin. Es ist ja im Moment ist jetzt echt cool. Das Bundesamt für Gesundheit sagt, es ist zu gesund. Ja, genau. Okay. Man darf auch nicht große Mengen Vitamin C bei uns kaufen. Also der Mensch würde ja viel mehr Vitamin C brauchen. Aber es gibt einfach Gesetzgebungen, die sind, wie sie sind. Die EU hat auch solche Richtlinien. Jetzt ist gerade kurz, im Moment ist gerade Aloe Vera verboten worden, irgendwie zum Einzelverkauf. Ich verstehe solche Dinge auch nicht. Es ist eine Heilpflanze, die seit 10.000 Jahren Gutes tut und jetzt soll die auf einmal krebserregend sein. Das zu gesund. Zu gesund, ja. Bis jetzt was. Ja, und einfach, da bist du aber natürlich einfach abhängig davon, weil ich möchte ja in der Schweiz leben, ich respektiere alle diese Dinge, wir haben dann die Inhaltsstoffe angepasst und bis wir eine BAG-Nummer hatten und wieder das verkaufen konnten. Aber ich war so ein Powerverkäufer wie im Sport schon. Einfach, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Ich habe sehr schnell sehr viel Geld verdient, konnte sehr viel an meinen Schulden dann ganz schnell loswerden. Diese Produkte, ich habe dich leider unterbrochen, sorry. Ja. Was hat das bewirkt? Also die Frage war ja, die Pakete und so, wie funktioniert das? Du hast gesagt, du hast es genommen, du hast... Da bin ich gerade dran jetzt. Habe einfach nur, das geht alles ganz schnell. Innerhalb von einer Woche geht da die Post ab. Ah ja? Ja. Und ich habe dann aber zum Glück Bettina Pape kennengelernt, meine Partnerin. Und sie kommt aus der Ernährung. Sie hatte eine diplomierte Ernährungsberaterin, hatte 10 Jahre eine Kochschule, kommt aus der Gastronomie. Und sie hat sehr viel mehr Verständnis und Wissen über alles wie ich. Und sie hat dann gesagt, lass uns Pakete machen, weil so wie du verkaufen, das kann nicht jeder. Und das ist auch nicht die Idee der Sache. Wir wollen gesunde Menschen kreieren. Wir wollen, dass die Menschen 120 werden mit einem gesunden Lifestyle. Weil es gibt ja solche Hotspots von Menschen, die mit 100 noch gesund, glücklich, schön, aber die haben eine andere Darmbakterienzusammensetzung wie wir. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann 2012 die ersten Darmfit-Pakete, Darmfit, Menschfit hieß das, da haben sie uns alle ausgelacht, haben gesagt, da kannst du doch nicht sowas verkaufen. Darmfit klingt nach... Fitter Darm, oder? Ja. Ja, klar, ist auch ein Muskel. Ja. Und dann haben wir aber Glück gehabt, dass Mitte 2013 das Buch Darm mit Charme in die Bestsellerlisten kam in der Schweiz. Das ist ein Buch, was auf lustige Weise die Darmfunktionen erklärt. Und das war 5 Jahre unter den Top 3 der Bestsellerliste und hat uns so viel Bestätigung gegeben für das, was wir machen, dass nachher natürlich sehr viele Leute von sich aus, heute ist der Darm ja nicht mehr wegzudenken, ist ganz Bücher kaufen zu Tausenden. Das Neueste ist jetzt Mikrobiom, das ist noch im Darm, nochmal was Spezifisches, wo wir auch ein super Produkt dafür haben. Aber meine Meinung ist einfach, wenn du ein Auto hast, dem schaust du viel besser wie dir selber, weil man dir sagt, du müsstest 2x in den Service gehen im Jahr, du müsstest die Reifen wechseln, du musst, wenn was leuchtet, dann geh zum Spezialisten. Und Minimum mal waschen, polieren. Ja, genau. So. Und bei dir selber, ja, wenn was ist, geh mal zum Arzt, der gibt dir eine Tablette. Das ist aber dann mehr einfach, dass das Symptom weggeht. Also wenn du auf die rote Lampe draufhauen würdest, dann leuchtet die nicht mehr im Auto, dann kannst du weiterfahren, aber es ist immer noch kaputt. Und das Ganze ist eigentlich, ist Ursachen... Ja, ganz genau. Wir gehen wirklich ganz tief rein und holen mal den alten Dreck raus, der da schon seit Jahren oder Jahrzehnten drin alles verklebt und verstopft. Wenn das so aussehen würde, wäre alles perfekt. Und wenn es so aussieht, ist alles verklebt. Und da, wenn man die Fläche nur vielleicht verdreifachen kann, dann kriegen die Zellen wieder Nahrung. Das ganze System kann wieder arbeiten. Es kommt Sauerstoff rein. Und wir geben natürlich dann auch die richtigen Produkte,
die dann reinigen und aufbauen und dann hast du sofort wieder Power. Die Haut wird sehr schnell schöner, die Figur wird besser. Ist ein Selbstläufer und seit 2012 haben wir ungefähr 180.000 solche Pakete verkauft und wir haben 100% Erfolg. Finden die Menschen auf der Homepage selber ihre Pakete oder wie funktioniert das so? Das ist alles sehr einfach. Keine Beratung in dem Sinne. Und wir sagen eigentlich, du solltest 90 Tage dich Swiss Shape machen am Anfang, weil du kannst kein Wunder erwarten in einem Monat. Natürlich passiert sehr viel, du kannst auch 5 Kilo abnehmen und es passiert sehr viel, aber du hast vielleicht 40 Jahre vorher das Falsche gemacht, oder? Kriegt man nicht in der Woche weg. Nee, und du kriegst eigentlich auch nicht in 3 Monaten weg, aber nach 3 Monaten hast du 10, 15 Kilo optimiert oder Körpercentimeterumfang oder Untergewichtige können endlich zunehmen. Der Körper kann einfach wieder, wie er könnte. Und dann musst du aber natürlich dann in der Zukunft immer wieder mal was machen, weil das wird wieder, ist wie beim Auto. Oder der gesünder auch ernähren natürlich und so. Ja, vielleicht kommst du ja selber in der Zeit drauf, was gut wäre. Wir haben eine tolle App, wo du eingeben kannst, was du isst. Und wenn du da mal so eine Pizza eingibst und schaust, was das mit deinem Zuckerspiegel im Körper macht, dann haut dich das um. Ne? Also das wissen die Leute einfach alles gar nicht. Und du wirst dann viel bewusster. Und wir wollen ja nicht, dass du dann ein langweiliges Leben hast. Das ist ja eben gerade die Magie von Swiss Shape. Und wir haben zum Beispiel auch auf der Website Dutzende von Kochrezepten, wie man gesund leckere Dinge kochen kann. Da gehst du aufs Bild von der Mahlzeit drauf, dann geht es eins rüber, dann kommt die Einkaufsliste und nachher kommt das Kochrezept. Und da kannst du selber kochen, üben, wie man so Dinge machen könnte. Und das macht schon Spaß. Also das Swiss Shape ist, ich sag mal, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das dir hilft, dich zu entschlacken auch. Oder genau. Das ist, die Frauen machen doch so immer so Entschlackungskuren, alles mögliche, dass das ganze Zeugs wegkommt. Und dann kannst du lernen, deinen Körper gesünder zu machen. Wie sagt man, ja, du hilfst dem Körper eigentlich vor allem, dass er das alles wieder selber kann, was er immer schon hätte können, wenn er nicht so dreckig wäre. Und dass er dreckig ist, hat einfach damit zu tun, dass wir keine Äpfel mehr essen wie vor 40 Jahren und keine Kartoffeln mehr wie vor 100 Jahren. War alles ein bisschen anders. Wir bewegen uns zu wenig, wir sitzen den ganzen Tag, wir haben das Handy vorm Gesicht und. Aber ist einfach eine Frage, ob du was an dir optimieren willst oder nicht, ist ja auch, Prävention ist ja auch schon gut. Ich möchte mit sowas zum Beispiel bei Kindern schon anfangen, dass die halt einfach statt Red Bull Zwang irgendwann auch mal was Gesundes trinken können und trotzdem keine Außenseiter sind. So eine Dose Red Bull kostet 4 Franken, 3 Franken, egal was. Ist das günstiger? Ich würde sagen, wenn ich es dir verkaufen würde, würde ich vielleicht 5 Franken verlangen oder kannst einen Liter damit machen. Ist ein Konzentrat. Ah. Du kannst das auch als Tee heiß trinken, wenn jemand gern Tee hat. Oder ich habe es gerne so eiskalt. Als Sportler, ehemaliger Sportler, Hand aufs Herz, wie viel Sport machst du pro Woche? Zweimal die Woche eine Stunde, aber einfach fix. Ich sag, weißt du, wenn bei uns die Leute frisch dazukommen, du solltest mindestens zweimal die Woche 30 bis 45 Minuten spazieren gehen in einem bisschen schnelleren Tempo. Also das ist für Anfänger? Oder? Ja, eigentlich, ja, viele können gar nicht rennen. Die rennen, aber haben einen hochroten Kopf, übersäuern schon nach 5 Minuten und dann ist das eigentlich gar nicht das, was sie wollen, erreichen sie damit nicht. Ja. Sondern du müsstest das dann ganz langsam steigern. Du merkst ja, wie du besser wirst und fitter wirst. Und ich sage auch sonst, wenn du, ein Leistungssportler, der kann das, der kennt sich, der weiß das. Aber generell, die meisten wollen mit unseren Produkten abnehmen. Und dafür sollte der Puls nicht über 140 gehen. Wenn einer ein Pulsmesser hat, merkt er, wie schnell er da schon oben ist. Oder wenn man walken wäre zum Beispiel das Beste, was man tun könnte. Weil das ist immer das mit den Stöcken. Mit den Stöcken, ja. Da hast du immer so ein, oder einfach spazier mal ein bisschen, das Herz ein bisschen klopft, aber nicht zu viel. Und mit der Zeit kannst du dann schon steigern, dass man sagt, ich mache auch mal zwischendurch mal eine Power-Einheit. Und ich gehe einfach einmal in den Wald rennen und einmal gehe ich boxen. Also rennen, das ist dann bei dir Joggen, oder? Ich mache Intervall draußen, ich renne 30 Sekunden schnell und dann spaziere ich eine Minute.
Und das wieder 30, eine Stunde lang? Nee, oder 45 Minuten. Ja, und dann gehe ich nach Hause, mache 200 Rumpfbeugen, 50 Liegestütze und dann dehne ich. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Ich werde beim Zuhören schon, kriege ich schon Muskelkater. Ja gut, das ist natürlich auch, ich habe eine andere, meine Muskeln haben einen anderen Erinnerungsmechanismus. Ja, ich habe mein ganzes Leben lang viel mehr gemacht als das, deshalb ist das eine einfache Übung. Meine können sich sehr schwach daran erinnern, was sie früher gemacht haben. Also ich kann mich noch daran erinnern. Vielleicht hast du ja Lust, mal wieder was zu probieren. Und dann fang einfach langsam an, weil die meisten fangen dann zu schnell an und dann stinkt es dir nach einer Woche schon. Was empfiehlst du jemandem, ich sage jetzt mal wie mir, dass er die Lust daran nicht verliert? Wie kann man sich selber motivieren, anzufangen, dass man die Lust daran bekommt. So. Bei uns gibt es eine Übung. Und zwar, wenn du nicht die Socken easy im Stehen anziehen und ausziehen kannst, dann bist du zu dick oder zu unbeweglich. Einfach stehend. Ah, okay. Probier das mal so. Wenn du das schaffst, ist schon die erste Hürde. Das ist schon mal ziemlich gut. Ja. Das heißt noch nicht, ob die Kondition gut ist. Ich finde halt einfach, es wäre schön, wenn der Mensch vor dem Spiegel nackt sagen könnte, jawohl, wow, ist gut, wie es ist. Und nicht das Licht wegmachen, weil man sich schämt vor sich selber, oder? Und das ist auch nicht gut für nichts. Ist nicht gut für die Partnerschaft, ist nicht gut für dich selber. Aber es hat ja jeder in der Hand, daran was zu ändern. Und wenn der Wunsch halt nicht groß genug ist, tust du es nicht. Das Problem, das Problem vom Spiegel ist halt, die einen belügen sich, ja, ich bin zu dick, ich habe hier noch etwas. Oder manche Frauen sehen etwas, was eigentlich gar nicht da ist. Und die anderen belügen sich, haben irgendwo Speckrollen und sagen, ah ja, damit kann ich leben. Man kann sich auch selber belügen vor dem Spiegel. Ich glaube halt, viele haben dann aufgegeben, es wollte niemand wirklich viel zu schwer sein, glaube ich, sondern man hat dann das probiert und Diäten probiert und nichts nützt was und ach, die Nachbarin ist ja auch noch dicker wie ich und dann hat man so irgendwie einfach aufgegeben. Aber ich glaube, wenn du einen Weg zurück hättest, der angenehm ist und wo du Schritt für Schritt, dann würden viele Leute schon sagen, komm, lass mich probieren, weil ich glaube ja, die probieren alle jedes Jahr 3, 4, 5 Mal wieder irgendwie abzunehmen. Mhm. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel jemand, der ist 160 Kilo, der hat im ersten Monat jetzt 11 Kilogramm abgenommen. Natürlich ist das viel Wasser, das raus muss, aber ich sage dann so jemand, wir brauchen ein Jahr Zeit, wir machen nicht eine Schnellübung, weil du bist nicht 2,50 Meter, wir können nicht nach einem halben Jahr aufhören, sondern es braucht ja mit mehr wie 100 Kilo sollten die wenigsten sein, außer sie haben einen richtigen, starken, großen Körper. Ne? Aber für ihn ist jetzt mal ein Ziel, mal 140, dann nächste Etappe 120 und dann schauen wir mal weiter, oder? Aber es geht immer. Es müssen auch gar nicht dicke Leute sein, sondern auch sonst. Es fallen ja junge, schlanke Leute tot um, weil der Cholesterinspiegel nicht gestimmt hat, weil sie ein Insulinproblem, Diabetes ist eine grassierende Geschichte mit dem vielen Zucker. Nicht nur mit dem Übergewicht auch. Na ja, klar, alles. Wir schmeißen so viel Zucker in uns rein und merken das gar nicht. Es würde doch niemand freiwillig 33 Würfelzucker zu sich nehmen, aber so eine Flasche Cola, das kann man mal trinken an einem Abend, oder? Ja. Widerlich, aber man weiß das halt einfach nicht oder man will es nicht wissen. Ich habe schon Dokumentationen gesehen, die haben versucht, also haben das auch durchgezogen, zuckerfrei zu leben, eine gewisse Zeit. Die bekamen sogar Entzugserscheinungen. Ja, das bekommst du natürlich bei mir am Anfang auch sehr schnell. Die ersten 3 Tage beim Darmfit kann es Kopfweh geben, weil es mal einen Zuckerentzug gibt. Das ist nicht, wir haben überall ein bisschen Zucker drin, damit das nicht passiert, weißt du? Aber vielleicht mal ein Würfelzucker pro Portion am Morgen, weil das Hirn ja auch ein bisschen Zucker braucht. Das ist halt. Aber wenn einer so richtig ein Zuckerjunkie ist, der hat in den ersten 3, 4 Tagen schon, merkst du schon, da kriegst du Kopfschmerzen. Dann nimmt man einen Würfelzucker anstatt Schmerzmittel und dann hilft das schon wieder. Nee, aber es ist einfach ein System dahinter. Und du bist, weißt du bist ja so, wie du bist, weil du das so gemacht hast, dass du so bist heute. Ich kann ja nichts dafür, was deine Reaktionen sind. Ja. Was raus muss, kommt irgendwo raus. Und ist aber gut, weil es ist sehr befreiend. Und wenn ich's V-Shape, wenn ich das reduzieren kann, dann würde ich sagen, du scheißt deine Vergangenheit weg. Entschuldige mich, das Wortlaut, gell? Aber du, wir reden wie jetzt der Schnabel. Deine Emotionen hocken alle im Darm drin. Deine ganzen Verletzungen, wenn dir in der Schule einer gesagt hat, du Pfeife, das trägst du heute noch mit.
und dann hat es Kaugummi drin und Kirschensteine und Zeugs, was du gar nicht an Parasiten... So richtig verklebt. Hässliche Sachen, die da rauskommen, lebendige und tote Viecher, weißt du, das ist wirklich Würmer. Früher, als ich noch ein Kind war, mussten wir noch Wurmtabletten nehmen. Ja. Aber das, solches Zeug gibt es immer noch, oder, in den Menschen drin. Und das ist sehr befreiend, wenn das alles weg ist. Ja. Wir haben nach dem Darmfit haben wir auch noch ein Abnehmprogramm, was dann die Fortsetzung vom Darmfit ist. Und wie gesagt, dieses Mental Power Programm, was mit nichts von, das ist nicht körperlich, sondern es einfach reinigt die Leber und geht direkt in den Gehirnstoffwechsel. Hast mich jetzt echt neugierig gemacht, aber wir machen das so. Mir ist jetzt gerade so eine Idee gekommen. Ich kaufe bei dir so ein Paket ab und ich mache mal. Dokumentieren wir deine, machen Fotos. Ich mache mal Selbstversuch. Aber du musst auch wissen, das wissen die Zuschauer nicht. Ich war mal 160 Kilo. Wow, cool. Das sieht aber gut aus jetzt. Ja, das Problem ist, ich habe es nicht so gemacht. Ich konnte es nicht so machen, ich sage mal jetzt mit Abnehmen, weil ich hatte Bandscheibenvorfall, konnte mich nicht mehr bewegen, es wurde immer schlimmer. Das Einzige, was mir blieb, ist ein Magenbypass. Ja. Und die haben mir das so erklärt, also wenn du isst oder trinkst, du hast normal einen, ich sage mal jetzt Magen wie eine Cola-Flasche, oder? Mhm. Und wenn du zu viel isst, dann dehnst du den immer wieder und immer wieder und irgendwann ist der so groß und wenn du dann nur ein bisschen normale Portion isst, hast du schon wieder Hunger, weil es ja nicht, das Sättigungsgefühl geht immer mehr zurück, weil da muss ja mehr rein, oder? Und das Coole, das vergesse ich nie, nach der Operation, haben sie gesagt, dann ist dein Magen so groß wie eine Espresso-Tasse, also von einer Flasche zu einer Espresso-Tasse. Die haben mir dann da mal Medikamente gegeben und so, Medikamente, Schluck Wasser, ich war satt. Also das war krass in der ersten Woche. Wie lange ist das her? Jetzt ist viereinhalb Jahre. Unterdessen magst du aber wieder mehr essen, oder? Ja, das schon. Aber was mir immer geblieben jetzt ist das Essen, ich bin satt und wenn es noch so gut ist, gibt es selten, ich sage, komm, scheiß drauf, das esse ich jetzt noch. Aber das Überdehnen vom Magen, da muss man aufpassen, das passiert dann immer wieder und der Magen bildet sich sehr schlecht zurück. Aber überdehnen kann man ihn schnell, indem man das Sättigungsgefühl ausreizt, dass man sagt, boah, ich habe viel zu viel gegessen. Und das ist das. Aber ich mache das es mal ist, jetzt. Was du sagst, ist natürlich eine Möglichkeit, aber wenn man es anders hätte machen können, hätte man es probieren sollen, denke ich einfach. Mir tut es oft leid, wenn jemand dann nicht mehr weiter weiß. Aber ich verstehe dich natürlich, was du sagst mit den Bandscheiben. Weißt du, ein Darm müsste ein Gewicht von 2,5 Kilo haben, ein gesunder Darm. Und sie haben schon Menschen seziert mit 20 Kilo schweren Darm. Also ich glaube, bei mir ist der Magen... Ja, ich weiß schon, aber das geht ums Gleiche natürlich. Es geht um Volumen, um Erweitern von Dingen und das hat dann auch damit zu tun, dass da kein Leben mehr drin ist. Weißt du, das ist dann in der Mitte läuft es weiter und außen drum stirbt das alles, trocknen die Dinge aus. Und was wir mit der Darmreinigung machen, ist, wir verkleinern wieder den Darm. Du nimmst natürlich schon ab, weil da altes, trockenes Zeug rauskommt, was da nicht rein sollte und dann gibt es da wieder Platz. Mhm. Eine der ersten Nebenwirkungen ist, dass Rückenschmerzen weggehen. Und logischerweise würde dann auch der Magen beruhigt werden durch die ganze Aktion. Das ist eine Kettenreaktion, oder? Hat er weniger Arbeit, der Darm muss auch, kann effizienter arbeiten. Ja, und so. Der Zucker zieht nicht, es sind ja alles Muskeln auch da drin, die das Ganze mithelfen zu schieben. Man weiß ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das alles eine Muskulatur ist, oder? Das hast du ja auch nie gelernt, oder die wenigsten von uns. Und wir machen eigentlich irgendwie einen 100.000er-Service oder einen 50.000er-Service, wo dann alles wieder besser geht. Ich freue mich, wenn du das probierst. Es ist keine Renovation, aber es hilft, dass du wieder die nächsten 50.000... Es ist auch ein permanentes Dranbleiben nachher. Mhm. Du wirst Dinge haben, die du sagst, die sind für mich so sinnvoll, die behalte ich sowieso bei. Mhm. Und dann müsstest du halt einfach sowieso ein- bis zweimal im Jahr wieder eine Darmreinigung machen nachher. Dann bleibt das, wie es ist. Wir haben ja Tausende von Leuten aus den Jahren 12, 13, 14, als wir das Konzept als erste Mal, die machen das heute noch, die sind so geblieben. 28 Kilo weg, heute noch genau gleich, sportlicher denn je, einfach ein bisschen Sie können älter. Das Gewicht besser auch halten. Ja, so. Wenn du mal weißt, wie, dann bist du ja selber schuld, wenn du wieder rückfällig wirst nachher. Ja. Eine Freundin von mir hatte die Idee, statt nur
Ja, keine Ahnung, was ich für ein Gespräch mache, aber sie hat die Idee, anstatt nur Gespräche zu führen, die unter Interviewpartner einen halben Tag lang in ihrem Leben zu begleiten. Ich habe mir das extra aufschreiben lassen. So entstehen tolle Einblicke in das Wie derjenige das umsetzt und lebt oder was er oder sie in Interviews erzählt. Außerdem ergeben sich ganz andere spontane Gesprächsthemen daraus. Wärst du für so eine Aktion zu haben? Also bei mir kannst du jederzeit. Ich arbeite dann, oder? Und natürlich. Dann würde das so. Das ist jetzt hier, ich sag mal, One-Taker. Da wird da nichts mehr rausgeschnitten, weil wir haben uns nicht verplappert und so. Ist ja auch dann wichtig. Dann könnte man Zusammenfassungen mal machen und zeigen, wie so ein Arbeitstag aussieht, was man macht, was man schauen muss. Und wenn du das gerne machen möchtest, ist ja auch eine Frage der Authentizität am Schluss, weißt du? Ich könnte ja da hier erzählen, was ich will, oder? Nee, das ist logisch, das kannst du jederzeit machen. Und mit der Authentizität machen wir das gleich so. Wir schauen noch an, welches ich am besten brauchen kann, aber ich mache das mal und ich dokumentiere für mich mal. Ich weiß nicht, wie lange dauert das? Einen Monat. Du kaufst einen Monat und startest damit. Einen Monat lang dokumentiere ich mal und schaue mal, was passiert. Ja, genau. Und dann treffen wir uns nachher wieder und dann bleibst du mal einen Tag hier und filmst mal mit. Super. Gib zum Wohl. Prost. Boah, gerade schneller wie du. Ne? Habe ich irgendetwas vergessen zu fragen? Gibt es irgendetwas, was du noch... Nein, aber ich möchte den Menschen gerne Mut machen jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit. Und es ist so, wirklich, da trennen sich Freundschaften aus Meinungsverschiedenheiten zu der aktuellen Situation. Ich finde das ganz, ganz schade. Wir leben in der Schweiz, in einem Land der Meinungsfreiheit. Und ich finde einfach, respektiert euch, haltet zusammen. Wir sind das Volk, wir sind stark. Du darfst deine Meinung haben und du solltest sie auch äußern dürfen. Und ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit, wo man wirklich sich entweder besser verbinden kann oder es passt dann halt einfach wirklich gar nicht. Und ich finde einfach, darauf solltest du dich jetzt wirklich fokussieren. Versuch mit deinen Leuten, sag es ist, ich lass dich, wie du bist, gerne. Ich akzeptiere das auch total, aber lass mich auch. Ich möchte nicht kritisiert werden für das, was ich denke oder sage, weil das bin ich. Und das ist das, was man auch jetzt wirklich schauen muss, dass das weltweit nicht passiert, weil wir möchten keine Zweiklassengesellschaft haben in irgendeiner Form. Das sollte man hier schon nicht haben, sondern jeder soll so viel arbeiten, wie er will und er steht dann da, wo er ist und schon, was die Gesundheit anbelangt, schon gar nicht. Ne? Also ich finde, es ist jetzt die Zeit, wo die Menschen zusammenhalten sollten und möglichst das Gute erwarten. Ich habe das bei Daniel schon gesagt, die Indianer haben nicht umsonst Sonnentänze und Regentänze gemacht, weil wir können das Energiefeld des Planeten beeinflussen. Aber wenn alle heute schon sagen, oh, am Freitag regnet es wieder, dann ist ja eigentlich die allgemeine Meinung, oh, am Freitag regnet es wieder. Die Chance groß, dass am Freitag regnet, oder? Ja. Und ich finde einfach, jetzt wäre es eine gute Zeit, dass man das Gute erwartet und dass alle sagen, ja, es kommt gut, es nimmt ein gutes Ende, das wird sich alles erledigen und wir bleiben Freunde, wir sind Freunde, wir wollen eine schöne Welt haben. Das mit dem Energiefeld, das wollte ich noch wissen. Wie können die Menschen sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Also, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich denke an jemanden intensiv, oder? Und plötzlich läuft er mir über den Weg oder ruft mich an oder was auch immer. Mhm. Hat das was damit zu tun? Oder wie funktioniert das mit den... Ja, weißt du... Genau erklären, wie das physikalisch funktioniert, das kann ich auch nicht. Wie kann man sich's vorstellen? Ja, es hat schon damit zu tun, weißt du, man weiß ja, es ist schon lange bewiesen, dass es Telepathie gibt, dass man Menschen trennen kann in verschiedene Räume oder sogar in verschiedene Kontinente und die können miteinander sprechen und ich glaube ja auch, das würden wir alle können, wenn wir es zulassen würden, wenn wir es lernen würden, wenn wir alle so aufwachsen würden. Man sieht das ja bei Zwillingen, die sind in so einem Film drin. Ich habe jetzt gerade, mein ältester Sohn hat Zwillinge, die haben eine eigene Sprache, die bleiben das ganze Leben lang so irgendwie verbunden. Ne? Und das Energiefeld ist einfach, jeder Mensch hat schon vom Herzen her eine große Ausstrahlung, wir haben alle ein Energiefeld. Und es gibt Leute, die können diese Felder sehen,
ich kann das auch nicht, aber ich denke, ich spüre sehr viel. Und Energiefeld ist doch ganz einfach. Du siehst, ich bin sauer, dann weißt du schon, dass Energie... Oder das sehe ich mir dann aber schon an, gell? Ja, nee, weißt du, das ist ja auch ein Zeichen vom Energiefeld. Das ist einfach sehr deutlich. Ja, und das ist dann sehr traurig, die Leute oder haben wirklich wenig Energie. Oder wenn jemand strahlende, glückliche Augen hat, dann weiß man, das ist auch vom Energiefeld, der ist glücklich. Ja, klar. Und das sind einfach die eindeutigen Zeichen. Und das andere ist weniger sichtbar, aber genauso effizient. Ja, und ich glaube, es ist auch spürbar, weißt du. Und ich habe das schon oft bewiesen. Ich kann dir die Sonne machen, wenn ich will, dass die Sonne scheint. Dann bin ich einfach ganz sicher und habe mir das gewünscht, positiv gewünscht. Ist so wie ein liebevoller Befehl. Und dann darfst du aber nie mehr daran zweifeln. Und dann wirst du genau dann Sonne haben, wenn du sie brauchst. Und wenn du es vergisst oder gar nicht, oder du musst das wirklich wollen. Und ich glaube einfach, wenn viele Menschen das machen würden, dann könnten wir sehr viel mehr verändern auf diesem Planeten. Und ich glaube auch, dass gerade jetzt halt eine Zeit ist, wo sehr viele solche Menschen aus dem Loch rauskommen und sich verbinden und miteinander positive Energie austauschen. Es gibt tausende von Gruppen im Twitter, im WhatsApp, im Telegram, überall, wo im Moment Leute zusammen Energien austauschen und versenden. Weißt du, da kann man da auch drüber lachen. Das ist ja okay. Aber ich finde, der am meisten davon hat am Schluss, bist du selber. Weil du dich glücklich denkst. Weil das dich selber einfach glücklich macht. Gutes Tun macht glücklich, liebevolle Gedanken machen glücklich, schöne Gedanken machen glücklich und alles andere. Jedes negative Wort und jeder negative Gedanke, der schadet hauptsächlich dir. Und daran arbeite ich wirklich in meinem Umfeld. Also mit Menschen. Das, was eigentlich alle kennen, ist ja, wenn man frisch verliebt ist, dann lebt man auf Wolke 7. Ja. Egal was ist, man kriegt alles hin, kein Problem. Und ich würde mir wünschen, dass alle frisch verliebt sind. Genau, ja. Und wehe, irgendwo, es geht mal auseinander, da ist man so zu Tode betrübt. Und dann sagt man immer, ja, dann kommt das kommt noch dazu, da, warum immer nur mir, warum das? Und dann ist das gerade wieder das Gegenteil. Aber das kann man sich selbst anfangen, wie sagt man, zu programmieren, zu denken, dass es wirklich in die Richtung geht, egal, ich krieg das hin, das funktioniert. Ja, und das ist auch eine richtige Arbeit, weißt du, weil wir sind hunderttausende Mal schon falsch programmiert, bis wir überhaupt alt genug sind, über solche Dinge nachzudenken. Ja. Dann musst du die Festplatte überspielen mit tausenden, zehntausenden Wiederholungen von Gedanken oder wie du das dann machen willst. Du musst das wirklich wollen, weil ein Miesepeter ist keiner gerne, aber er ist dann einfach einer. Und wenn er es nicht ändern will, wird er immer einer bleiben. Ja. Aber jeder hat die Chance, etwas fürs Gute zu tun. Miesepeter, wenn du jemanden siehst oder kennst oder so kennenlernst, der so drauf ist und du merkst, er ist Hopfen und Malz verloren, dann lässt du ihn einfach. Er zieht dich da nicht runter, kannst du sagen, hey du. Nein. Die Leute, die werden dann deine Energie auch meiden, wenn sie es nicht ändern wollen. Entweder kommen sie zu dir und freuen sich, weil du eine Tankstelle ein bisschen für sie bist, aber das sollten nicht zu viele sein, weil sonst zieht es sich dann schon runter. Dann geht die Energie weg. Und ich habe eigentlich wirklich ein Umfeld mit wirklich tollen, aufgestellten, positiven Leuten, erfolgreichen Leuten, Leute, die glücklich sind. Und bin happy, dass das so ist. Liegt mit Sicherheit auch an mir, weil du bekommst ja das, was du raussendest im Großen und Ganzen. Es gibt immer so Sprichwörter, wie man im Wald schreit, schreit es zurück und so. Genau. Es kommt nichts von ungefähr, oder? Ja, genau. Ja, Stefan, ich danke dir vielmals. Haben wir noch was zuzufügen? Nee, ich freue mich, dass du da wirklich hierher gekommen bist heute. Danke für das nette Gespräch und ich bin jetzt gespannt. Jetzt schauen wir mal, was draus wird. Und dann gibt es ein Follow-up nachher, oder? Ja, und an alle Zuschauer ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen bis hierher. Wenn ihr interessiert seid, ich blende das noch mal kurz ein, wo und wie die Produkte von Stefan zu haben sind, ist bei swissshape.ch. Schaut mal rein und ich mache mal einen Selbstversuch und schaue mir das an. Cool. Vielen Dank. Danke dir. Ganz einen schönen Tag noch. Mercedes wieder. Ha? Ja, unbedingt. Tschüss.